Gold und ein Creeper. Irgendwo ist noch ein Zombie. Da hinten ist ein Skelett. Schauen wir mal, dass wir hier erst das Zeug abbauen, bevor wir uns mit dem Skelett anlegen. Wir haben hier eine relativ große Ausbeute. Und das ist sehr gut. Das brauchen wir. Sonst macht es keinen Spaß. So, hier oben haben wir auch nochmal Eisen. Okay, das war wirklich nur eins. Lapis. Da ist nochmal Eisen. Oh, das sieht gefährlich hier aus. Da oben ist eine Höhle. Schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwie hinkommen. Irgendwie fühle ich mich hier nicht so ganz wohl hier. Es ist sehr gefährlich. Da könnte natürlich immer ein Creeper runterkommen. Oder wie hier dieses Skelett. Irgendwo Eisen übersehen? Nein. Jetzt hätte ich fast das Lapislazuli vergessen, das wir hier hinten gesehen haben. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. Da. So, machen wir uns hier auch noch mal ein bisschen Licht. Ich mache hier oben noch mal eine Fackel hin. Weiter da oben. Nee. Schade, jetzt dachte ich, ich hätte im Augenwinkel gerade Eisen gesehen. Das habe ich gerade gesehen. Da bin ich mir sicher. Ich habe es immerhin auch inzwischen in der Tasche, also ja, so kann ich mich da an der Stelle nicht geirrt haben. Hey. Da ist Gold und ein Zombie. Na komm. Lasst uns mal schnell was essen. So, und wenn wir schon gerade noch ein paar Fackeln. So.
Eisen. Da sind Endermen, 2 Stück und ein Skelett. Na, lass uns erstmal das Eisen hier abbauen. Hier waren wir schon mal. Wo sind wir denn hier? Böse Geräusche. Oh je, was? Ach nee. Nee, da will ich jetzt eigentlich nicht lang. Eigentlich. Oh, hallo. Wow. Wo kam der jetzt her? Ja, wir gehen weiter. Schauen wir mal, was haben wir hier oben? Ja, ich habe gerade nicht so einen hundertprozentigen Plan, wo wir sind, aber so in etwa weiß ich's. Irgendwie ist mir der Ungeheuer unangenehm. Der Creeper, der da unten rumschleicht. Ich kann mich hieran erinnern, aber ich weiß leider gerade nicht, wo wir sind. Ja, das ist gar nicht so einfach, sich solche Sachen zu merken, wenn man hier ein Let's Play aufnimmt. Da verliert man schnell mal die Orientierung. Das war knapp. Sag mal, was ist denn da hinten los? Lauter Creeper? Das gibt's echt nicht.
Creeper versteckt sich. So. Eine Schaufel. Die Schaufeln sind ein Rare Drop von den Zombies. Fackeln aus. Sag mal, hier sind echt viele Creeper unterwegs. Das muss man wirklich sagen. Und das Blöde ist, die finden einen auch überall. Schaut euch das mal an, wie viel Eisen hier direkt nebeneinander ist. Das ist echt genial. Noch mehr. Wisst ihr was? Wir werden jetzt langsam mal versuchen, wieder an die Oberfläche zu kommen. Denn irgendwann muss ich ja auch noch das Video für heute rendern und hochladen. Und so langsam wird es schon ein bisschen spät. Moment, lasst mich mal kurz schauen, auf welcher Höhe wir dann gerade sind. 31. Da fehlt noch ein ganzes Stück nach oben. Und ja, wenn wir runterlaufen, hilft uns das nicht unbedingt. Wir bauen uns hier jetzt einfach nach oben. Ich will da nicht länger suchen. Wir sollten ein paar Fackeln machen. Ich weiß, ich mache gerade meine Schaufel kaputt, meine Spitzhacke kaputt, aber die ist eh bald kaputt. So, das ist immer eine ganz gute
Taktik, die ich hier gerade anwende, weil wir so problemlos Sand auf den Kopf kriegen können, ohne dass das für uns großartig Gefahr bedeutet. Denn solange hier die Fackel auf dem Boden ist, geht der Sand kaputt, beziehungsweise nicht nur der Sand, Gravel natürlich auch. Und so kann man sich relativ sicher nach oben bauen. Und ich habe keinen Plan, wo ich jetzt rauskomme. Kaum sag ich, komme ich schon irgendwo raus. Und das sieht doch gut aus, dass wir hier nach oben kommen. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, hier sind wir irgendwo hergekommen. Kann das sein? Ja, schaut euch das mal an. Da ist ein Ausgang. Zwar nicht da, wo wir hergekommen sind, aber ja, ziemlich nah dran. Wir sind wieder hier. Wir sind zu Hause. Ja. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was unsere Ausbeute aus diesem ganzen Abenteuer hier jetzt war. Wir haben zwei Stacks und dann nochmal 7 Eisenerz. Das ist nicht übel. Wir haben einiges an Kohle, wir haben Knochen, wir haben Pfeile, Gunpowder, wir haben Slimeballs, wir haben Spider-Eyes, wir haben einiges zusammenbekommen. Leider haben wir keine Diamanten und auch keinen Redstone gefunden. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall, denke ich, war das ein sehr erfolgreicher Ausflug. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also, bis zum nächsten Mal.